Schnapp des Tages. Billiger als jeder Vergleich. Nur morgen. Die Waschmaschine von Bosch mit einzigartiger Vario-Trommel. Für 7 Kilo Wäsche. Für knallharte 399 Euro. Inklusive Lieferung. Nur solange der Vorrat reicht. Im Markt, im Netz. Nur morgen. Hauptsache, ihr habt Spaß. Mediamarkt. Für 7 Kilo Wäsche, für knallharte 399 Euro, inklusive Lieferung. Nur solange der Vorrat reicht. Im Markt, im Netz, nur morgen. Hauptsache, ihr habt Spaß. Mediamarkt. Für 7 Kilo Wäsche, für knallharte 399 Euro, inklusive Lieferung. Nur solange der Vorrat reicht. Im Markt, im Netz, nur morgen. Hauptsache, ihr habt Spaß. Mediamarkt. Für 7 Kilo Wäsche, für knallharte 399 Euro, inklusive Lieferung. Jo, da bin ich wieder. Heute mal ohne Headset. Ich hoffe, der Ton ist so in Ordnung. Und ja, wie versprochen, steigen wir ein in Alien 3. Ihr seht schon im Hintergrund. Wenn irgendwas im Ton nicht in Ordnung ist, Abmischung, ich habe jetzt mal den Mischpult dazwischen geklemmt, weil am PC zu zocken, da war das ein bisschen einfacher, das alles mit Software zu machen. Jetzt mit Mischpult, weil Konsole und Streaming direkt am PC. Feedback ist immer erwünscht am Anfang. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht irgendwie zu leise und das Gameplay nicht zu laut. Und dann starten wir jetzt am besten mal rein und genießen erst nochmal das kurze Intro. Kurz vor allem. Das Intro hatte ich ja schon gezeigt, am Ende vom Alien Isolation durchgezockt. Ah, der Bersi ist auch da, der Buster Cap ist auch da, die gewohnten Zuseher. Im Prinzip spielt es genauso wie im Film Alien 3 auf dieser, diesem Planeten, diesem Inselplaneten da, wo diese ganzen Gefangenen da sitzen und ewig keine Frau mehr gesehen haben. Der Unterschied ist wohl irgendwie nur, dass man hier halt mehrere Aliens an sich hat und nur ein mehr Gameplay-Sound, natürlich. Aber ist auch gerade sehr leise wegen dem Intro. Da gibt es halt mehrere Aliens und eine Queen-Alien. Im Film ist es, glaube ich, nur ein Alien. Also, glaube ich zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, wir spielen wieder Ripley, diesmal aber nicht die Amanda, sondern, wie hieß die alte? Ich weiß gar nicht mehr, wie der ihr Vorname war. Auf jeden Fall ist sie hier mit so einer Rettungskapsel da ja abgestürzt. Ich hoffe, der Gameplay ist jetzt nicht gleich zu laut. Wup, wup. 27 Viewer, geil. Okay. Das Spiel ist verdammt brockenschwer. Also ich habe ja auch gesagt, ich streame es live. Ich weiß nicht, ob ich das jemals durchspielen werde, ob ich es schaffe. Game Options, wir können ja mal auf easy runtergehen. Hier ist nur Stereo und hier könnt ihr euch so ein paar Sounds anhören. Habt ihr jetzt auch nochmal einen Test, ob das vielleicht zu laut ist im Vergleich zu meiner Stimme. Also nicht lachen, wenn ich das auf easy spiele, aber ich will ja so... Ich habe das noch nie gespielt. Jetzt nur mal so zum Testen ein bisschen. Und, hier drüben ist mein Chatfenster, aber ist nicht schlimm, da gucke ich sowieso mal ganz gut in die Kamera. Also, das Spiel ist jetzt nicht so eine, so in einer Linie, sondern es ist mehr so eine Art Open World. Zu SNES-Zeiten. Aber jetzt auch nicht so krass wie Zelda oder so, sondern man ist ja halt in diesem, in dieser Einrichtung. Und hier in diesen Terminals kann man sich quasi solche Missionen
aussuchen. Wir fangen jetzt mal an mit dieser Hand Orbi Hunted, weil die habe ich beim Testen schon 2-3 Mal gezockt. Da weiß ich ungefähr, wo es lang geht. Also, die Scanner haben eine Menge von diesen. Also es sind diese Prisoner, die sind in dieser Ding, diesem Ding gefangen. Hier ist ein Trapped Prisoner in Zellenblock Nummer 3. Da ist auch noch einer in Zellblock Nummer 3. Oh, da sind sogar 2 Stück noch. Und im Zellenblock Nummer 4 ist auch noch mal einer und noch mal 2 auf der linken Seite, glaube ich. Oder einer, 2? 2 meinte ich, ne? Genau. Und ich musste leider von der Röhre weggehen und musste jetzt aus dem gammeligen Telefunken-Flatscreen von meinem Schwager spielen. Aber besser als nichts, denn bei meinem alten Röhre, die ist so ein bisschen verschoben. Vielleicht kennt ihr das, weiß nicht, ob die mal runtergefallen ist oder so. Und ich sehe dann quasi die linke Seite nicht ganz. Wir akzeptieren die Mission und können jetzt dann gleich nochmal hier... zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall, die Röhre, die zeigt die linke Seite nicht. Und dann sehe ich in dem Alien-Spiel die linken Türen nicht. Und das ist saudoof, weil dann weiß ich immer nicht, ob dann eine Tür ist oder nicht. Und ja, deswegen musste ich leider umbauen. Wir können hier nochmal diese Blueprints, da könnt ihr euch quasi diese Maps hier angucken. An diesem Terminal stehen wir jetzt gerade, im Korridor Nummer 12. Wir müssen, was hat er gesagt, einmal, das weiß ich noch, hier in die 3 und in die 4. Die 4 ist hier unten und jetzt kommt das Knifflige an diesem Spiel. Die 3 ist jetzt hier nirgendwo zu sehen. Was ist das? Oh, da ist sogar auch ein Prisoner. Krass, ich denke nur in 3 und 4. Hier ist noch ein Terminal, da geht es in die 8, da geht es in die 2. Und die, wie gesagt, die 4 haben wir gefunden, aber die 3 haben wir jetzt nicht gefunden. Und hier muss man jetzt quasi so durchklicken. B ist Enter Door und Y Exit. Ich meine, es war die 12. Das heißt, wir klicken jetzt hier 12 Enter, dann sind wir unten im Backwash Nummer 12. Hier sind noch solche Eier und so Sachen. Und dann müssen wir, hier ist die 9, Medic Bay. Okay, das war schon wieder falsch. Müssen wir wieder hier zurück. Dann war es doch die linke. Assembly Hall 1. Sind wir in der Assembly Hall 1, dann müssen wir dann ganz durch. Und hier ist der Zellenblock Nummer 3. Das heißt, man muss sich im Kopf so eine Map zusammenstricken, was wirklich assi ist. Aber ihr könnt mir ja gerne helfen, wenn ich dann unterwegs was verkacke. Also merkt euch, Assembly Hall Nummer 1. Ich gehe jetzt nochmal hier zurück. Hier sind wir gerade im Korridor Nummer 12. Die Assembly Hall Nummer 1, das ist jetzt direkt hier die erste Tür und der Zellenblock Nummer 4, da müssen wir dann hier die Röhre runter und dann die zweite Tür neben dem Terminal. Okay, Exit. Exit Terminal, logging off, please wait. Okay, starten wir mal. Also hier bei dem Spiel kann man auch so kriechen, man hat so eine MG, man hat so einen Flammenwerfer und man hat so eine Granate, die verschwende ich jetzt mal. Ja. Aber man hat davon halt nur relativ wenig Munition. Welche war es jetzt nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Die rechte, oder? Ne, die linke. Assembly Hall 1. Zeigt er das eigentlich jetzt hier an irgendwo? Also wenn man auf Select drückt, kommt da oben nur so ein... Ja, so ein Alien-Scanner. Aber eine richtige Map habt ihr auch nicht. Am besten ist man... Ist man hier auch immer so gesneakt unterwegs? Neunudel-Alarm. Habe ich keinen Alarm an? Doch, müsste eigentlich an sein. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, geht doch, oder? Das ist wieder buggy. Hey, egal, wir spielen mal weiter. Das müsste jetzt hier die Assembly Hall 1 sein. Na, ah, verdammt. Also ihr merkt schon, diese Kleinen, die nerven halt total, weil die zwingen einen eigentlich dazu, immer so etwas geduckt zu laufen. Weil man nicht so schnell sich ducken kann. Ihr habt ihn gehört, ich aber nicht. Okay, naja, egal. Ah, was? Der fällt auch noch runter.
bisschen diese Eier hier. Schön wegbrutzeln mit dem Flammenwerfer. Bleiben wir erstmal unten. Also das müsste jetzt der Zellenblock 3 sein, hier. Das sieht aber auch eigentlich aus wie ein Zellenblock, oder? Okay, jetzt Energie und Munition ein bisschen. Ah, verdammt. Also ihr merkt schon, am besten immer so rumsneaken. Und das nervt halt. Weil man muss dann noch die ganze Zeit auf den Bildschirm gucken. Weil das Bild schiebt sich so nach links. Also anstatt sich das so nach vorne schiebt, dass man mehr View hat, schiebt sich das so rüber. Und dann hat man vorne, muss man schneller reagieren können. Damn. Boah, da oben hängt schon einer, habt ihr den gesehen? So, man kann verdammt weit springen. Was war jetzt hier? Ich kann auch springen, oder? Ja. Ich muss mal kurz Pause machen. Noch eine Neunudel. Ich habe irgendwie keinen Neunudel-Alarm. Verdammt! Wieso habe ich keinen Neunudel-Alarm? Naja, ich guck dann gleich nochmal. Ansonsten, der Cracky ist ja da. Grüße an alle Neunudeln. Ich habe irgendwie keinen Neunudel-Sound gerade. Da ist ein Prisoner. Yeah. Jetzt haben wir den schon mal befreit. Und da oben sind ein paar Aliens. Help! 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 Ah, damn. Ah, scheiße. Ach stopp, hier rechts war glaube ich auch noch einer. Wie gesagt, wenn man die Mission etwas kennt, weil man die schon ein paar Mal gespielt hat, merkt ihr, das ist dann so, oh cool, geiles Spiel. Aber als ich das zum ersten Mal gespielt habe, da habe ich mir schon gedacht, ach du liebe Zeit, wie willst du das denn packen? Ich weiß jetzt auch nicht genau, was der Unterschied zwischen easy und hard ist, ob die dann einfach... Uah, verdammt. Ja, geh doch mal weg da oben. Ob die dann weniger Schaden machen oder ob man mehr Munition hat oder. Schon wieder Neunudeln, verdammt. Aber, ich sehe die Neunudeln hier auch nicht im Stream. Also meinen Test habe ich gesehen, aber die Neunudeln, die ihr da jetzt die ganze Zeit sagt, die sehe ich nicht. Also ist anscheinend wieder ein bisschen buggy. Tut mir leid, wenn ich da jetzt nicht direkt drauf eingehe die ganze Zeit. Also hier ist nochmal so eine schwebende Plattform. Darf auch nicht fehlen in so einem Jump'n'Run. Oder Sidescroller. Ja, was ist es? Schwer zu sagen. Okidoki. Und hier oben diese Karte, die bleibt auch nur so lange auf, bis ihr schießt oder so. Dann geht die wieder zu. Das ist ziemlich assi. Also das ist schon mies gemacht, dass man quasi nicht die ganze Zeit mit so diesem Scan rumlaufen kann. Wir sehen den Alarm und hören ihn. Ja, ich leider nicht. Also, tut mir leid. Den Test, ich mache nochmal ganz kurz Pause. Den Testalarm habe ich gehört und auch gesehen, aber die Fremden nicht. Ja. Mal gucken. Vielleicht wird das noch etwas besser. Oder vielleicht ist Twitch Alerts einfach ein bisschen am Abkacken. Da oben ist auch noch so ein Terminal, da kann man, muss man bestimmt später auch noch irgendwas machen. Die zweite Mission habe ich auch schon etwas reingeschnuppert. Da muss man dann so Gaslecks, also so Leitungslecks wieder flicken. Seht ihr, diese Tür, die habe ich nicht gesehen, wenn ich jetzt auf der linken Seite war. Da war mein Bild so abgeschnitten. Von der Röhre leider.
muss ich das halt hier auf so einem supidupi modernen spielen. Nicht mal auf einem gescheiten guten. Wieder durch die Wand, also durch den Lüftungsschacht. Und die Tür war es. Aber hier ist jetzt nochmal so ein Terminal, da könnte ich jetzt nochmal nachgucken. Ich kenne es jetzt noch auswendig von der ersten Mission, wenn ich so ehrlich bin. Die habe ich zum Testen des Settings ganz viel gespielt. Und hier seht ihr jetzt diese linke Tür. Und da war quasi die Röhre war dann so hier abgeschnitten. Und wenn ich dann mehrere Etagen war, wie da oben, da habe ich dann die Türen halt nicht gesehen. Und sich dann da irgendwie zurechtzufinden. Help! Ich komme ja schon. Auch mies, ne? Da ist man in so einem Gefängnis da irgendwie gefangen und dann kommen da noch Aliens. Ganz oben war eine, ne? Ja, ach, da kann man natürlich nicht hoch mit der Leiter. Machen wir den mal zuerst mit der Plattform. Ah ne, da muss man springen. Das ist so mies, dass sie so weit springen kann, dass man es nicht mal sieht. Ugh. Frag mich jetzt bitte nicht, wie das da oben ist. Ob das rechte 6-mal sind die Magazine und dann hat man, glaube ich, 100 oder so. Beim Flammenwerfer ist es so Öl. Und bei den Granaten hat man, glaube ich, auch 9 Magazine und dann jeweils da jetzt noch 5 Schuss. So verstehe ich das. Also, muss ich jetzt diese Plattform entlang oder nicht? Ich weiß es nicht. Und das ist das Schwierige, man hat halt keine Karte so direkt. Nee, muss ich nicht, oder? Ah, scheiße. Oh, Glück gehabt. Help! Jetzt mal Munition. Das war Flammenwerfermunition und Hitpoints, glaube ich. Da. Da ist noch einer. Und der nächste war dann hier unten irgendwo, ne? Oh, da ist noch so Sabbe auf dem Boden. Hab ich gar nicht gesehen. Ich glaube, man kriegt auch nicht so viel Schaden auf Easy. 4% hat er mir jetzt gegeben. Ich meine, das war auf normal schon ganz schön heftig. Tropft schon wieder dieses Zeug runter. Waren das jetzt alle? Verdammte Mist, ich weiß es nicht. Na doch, ich bin ja von. Von hier links gekommen, oder? Da ist noch was. Komm. Ah. Komm ich da irgendwie schneller jetzt nochmal hin? Nee, ne? Ich bin jetzt runtergesprungen. Ah, Kacke. Egal, lassen wir es. Vielleicht kommen wir da später nochmal vorbei. Oh, ich wollte nach oben schießen, jetzt ist es wieder da reingegangen. Man muss bei den Türen immer nach oben drücken, auch bei den seitlichen. Gehen wir nochmal hier an das Terminal. Und dann kann man ja. Guck, das ist jetzt schon ausgeblendet, Hand Obby Hunter. Das heißt also, man hat es dann automatisch geschafft. Pressure Point. Machen wir die mal als nächstes. Die wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell von der Hand gehen. Also, multiple pipe fractures are being reported from mine area. Mine Area Nummer 22. Zeigt er hier auch so grau an. Broken Pipe. Okay, also es ist total wichtig, das wieder reparieren. Ja. Okay, also wir müssen die finden und die quasi flicken. Fast, schnell am besten. Ja. Jetzt können wir auch nochmal das Blueprint uns angucken, weil, wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt zu diesem 22er-Ding komme. Medic Bay. Ah, da ist ja cool.
Dann muss ich ja nur nach links gehen. Vielleicht ist das doch linearer, als ich dachte, vielleicht das Spiel. Also, wir laufen jetzt einfach hier nach links. Waren das jetzt echt nur die hier drin? Vor allem hier zeigt er sie nicht mehr an, oder? Ist ja auch voll assi, ne? Hat er die nicht eben hier angezeigt? Aber Y, wir gehen mal raus. Exit. Dann müssen wir eigentlich nur nach links. Ich wollte noch. Also irgendwie. Die eine Tür ist auch so irgendwie im Vordergrund, ne? Die hier und die ist so. Soll es dann auf der anderen Seite dann wahrscheinlich sein, ne? Soll so einen räumlichen Effekt darstellen. Vielleicht kann man sich, wenn man das Spiel zweimal durch oder zwei, dreimal durchgezockt hat, vielleicht kann man sich dann so eine räumliche Karte vorstellen. Aber ist schon nicht so ohne. Ja, aber das hier sieht schon aus wie so eine, ja, so eine Versorgungshalle. Der Hintergrund ist immer ganz cool gemacht. Okay, ah, da kann ich doch drüber, oder? Ah, damn. Man hat nicht so eine gute Air Control. Hier ist jetzt so ein Leck. Mit Y könnt ihr das jetzt so zuschweißen. Zack. Geil. Ist das schon mal zu? Ah. Bevor die Frage aufkommt, wenn ihr tot seid, seid ihr tot. Ja, deswegen, wenn man das auf hart oder so spielt, schaffe ich das? Oder auf normal fand ich es auch schon nicht so ohne. Oh, hier gibt's jetzt. Okay, da kommt man denn. Kann ich da oben drauf springen jetzt? Ich weiß nicht. Ich wusste jetzt nicht, ob da unten irgendwie Lava ist. Egal, gehen wir so. Ich hoffe, ihr hört meinen Kühler nicht zu sehr im Hintergrund. Der geht die ganze Zeit an und aus. Da muss ich beim nächsten Mal den Hotpoint mal ein bisschen versetzen. Weil anscheinend, ich dachte, er wird heißer jetzt beim Dauerstream. Dass er quasi immer jetzt über diesem Punkt ist, dass der Kühler aufbohrt, aufdreht. Aber jetzt springt er die ganze Zeit hin und her über diesen Punkt. Da geht die ganze Zeit der Kühler an, Kühler wieder aus, Kühler an, Kühler aus. Also wundert euch nicht, wenn ihr da irgendwas im Hintergrund hört. Muss man nochmal auf 2-3 Grad verstellen. Zumindest beim SNES-Stream. Da oben war noch einer, ne? Aber das sind so Sachen, da lassen sich halt irgendwie, lassen sich schwer testen. Da gibt's Öl, dann kann ich das Ding gleich mal abfackeln hier. Was? Wie ist denn das jetzt noch da durchgekommen? Doch. Ja, das Ducken ist halt so ein Lock. Also man drückt runter, dann bleibt man geduckt. Deswegen dauert das immer ein bisschen. Wenn man nicht so schnell drückt, dann kommt mit dem Digipad oftmals so ein Diagonal raus. Da ist wieder eins. Geil. So, schnell, 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 schnell. Ja! Und hier geht es dann theoretisch sogar weiter, aber dann muss ich gar nicht lang. Ja, danke fürs Folgen. Ich starte das jetzt gerade nochmal neu. Weil das. Ich meine, dass der vielleicht sogar will. Aber irgendwie. Ich bin sofort wieder hier. Ihr könnt wahrscheinlich sowieso alles hören, weil das Mikrofon ist der Wahnsinn. Da hört ihr jeden Furz, den ich lasse. Ob ich das lagfrei spielen kann an einem Flat. Ja, es geht. Natürlich spiele ich viel, viel lieber an meiner alten Grundig-Röhre. Die ist schon über 25 Jahre alt. Von meinem Vater. Aber was soll ich machen, wenn ich die linke Seite nicht sehe? Ist das halt leider ein bisschen blöd.
Okay, jetzt gucken wir nochmal. Also das Test Twitch Alert funktioniert. Ich hoffe mal, dass ich jetzt die anderen auch mitbekomme. Vielleicht hat's was geholfen. Ey, der spuckt da so ein Zeug. Also ihr merkt schon, hier ist eigentlich konstant immer irgendwas zu ballern. Und das ist das Problem in dem Spiel, vermute ich mal, dass man dann irgendwann keine Muni mehr hat. Weil ich habe jetzt die ganze Zeit die MG genommen und habe die auch alle abgeballert, obwohl ich eigentlich durchlaufen könnte. Und ihr seht, ich habe jetzt noch ein Magazin und 12 Schuss. Das war auch immer so mein Eindruck beim Testen. Dass man dann einfach irgendwann keine Munition mehr hat. Da oben sind so zwei Plattformen. Ah, nach rechts geht's auch noch. Das ist eine coole Animation, vor allem weil die so synchron ist mit der Grafik im Hintergrund. Also man trifft immer so diese, ja, wie soll man die nennen? Diese Stangen halt. Jawohl, Munition. Jetzt habe ich wieder 3. Ja, das war wichtig. Okay, dann wird das auch zu. Ich glaube, dann ist nur noch auf der linken Seite. Normalerweise sollte ich das hier hören, ja. Also zumindest sehen. Also ich habe das hier riesengroß links neben mir. Wenn da irgendwas passiert, sehe ich das auf jeden Fall. Aber also ich habe das Overlay hier auf dem Schirm. Selbst wenn es mit dem Sound nicht funktionieren sollte, müsste ich es auf jeden Fall sehen. Drauf. Jetzt müssen wir warten, bis die wiederkommt. Stargate? Vielleicht war das ähnlich aufgebaut. Ich weiß es nicht. Stargate kenne ich nicht. Das müsste jetzt der letzte sein, oder? Jawohl. Munition und alles. Boah. Ah! Das ist das Problem. Der Flammenwerfer hat ein bisschen Delay im Vergleich zu der MG. Die MG, die ballert wirklich die. Ah! Die ballert direkt los. Und beim Flammenwerfer, da muss man echt schon so, fast schon so ein bisschen. Ah, vielleicht ist er schneller, wenn man schon drauf gewechselt hat. Das kann natürlich sein, weil er wechselt immer erst dann dahin. Hui. Das war ein bisschen Glück. Boah, kommt er voll ins Bild gesprungen. direkt hier rechts war das Terminal, ne? Okay, am Terminal ist man hier zum Glück sicher. Geil, ich hab's geschafft. Heat it up. Okay, ab jetzt kenne ich keine Missionen mehr, gar nichts mehr. Das mit dem Schweißen hatte ich noch geladen. Was heißt geladen? Okay, das ist blasted. Also, wir müssen in der Waste Area 3 all diese Alien-Eier blasten, oder was stand da? Fry. Okay. In der Waste Area 3. Oh Gott, sind das viele. Wie kommen wir denn da rüber? Das da unten ist alles Lava, oder? Gewesen. Ach,
Und noch auf. Oh Gott, Alien Korridor 1. Ja, vielleicht ist es auf dem Weg dorthin. Manchmal hört sich das vielleicht schwieriger an, als es ist. Vielleicht ist das Spiel gar nicht so hart. Aber so ist die Performance in Ordnung, oder? SNES, da kommt mein CPU jetzt mit zurecht, hoffe ich. Ist mal ein bisschen was anderes, ein bisschen Entspannung im Gegensatz zu ja, Alien Isolation und so ein paar. Und Borderlands war ja auch ein bisschen grenzwertig. Okay, die nehmen wir natürlich an, die Mission. Was bleibt uns anderes übrig? Jetzt müssen wir natürlich wieder diese Blueprints gucken, weil wir müssen in diesen Area Waste. Alien Korridor 1. Ah, okay. Ja, cool. Das ist dann wahrscheinlich, wenn wir da reingehen. Vielleicht ist das wirklich der. Das ist auch blöd, dass es jetzt quasi wieder so rum ist. Also, das heißt, es geht jetzt nicht von links nach rechts, so wie ihr es an eurem Kopf euch die Map da zusammenmalt, sondern ihr lauft wieder von links nach rechts. Und das ist ein bisschen tricky. Aber wahrscheinlich Weapon Room 11. Gehen wir trotzdem mal rein. Vielleicht. Boah, geil! Okay, hier ist. Also ganz oben links ist auf jeden Fall schon mal dieser Alien-Korridor. Den gehen wir jetzt am besten mal als erstes dann gleich mal so säubern. Und das andere hieß Waste Area. Ich habe schon wieder vergessen. Waste Area 3. Die wäre dann direkt neben der Mine Area. Waste Area 3. Ach, jetzt labert die das alles nochmal runter, ne? Kann man das irgendwie. Hat einer aufgepasst? War das Waste Area 3? Kann das nicht irgendwie schneller machen? Ah, doch, okay. Aber wir können es canceln. Also, Waste Area 3 war dann auch da oben. Also links. Wir gehen aber erstmal in den Waffenraum, über den Alien-Korridor. Der ist oben links, ne? Auf die andere Seite. Hallo, wechsel doch mal die Seite. Hier ist das Terminal, an dem wir gestartet sind, und hier ist jetzt der Alien-Korridor, ne? Oh shit. Oh, jetzt funktioniert es! Eine neue Nudel! CPU-Tests! Wuhu! Welcome! Also, jetzt geht's doch endlich! Ich brauche da keinen Sound für. Das ist so groß hier auf dem Bildschirm. In der Beschreibung stand jetzt Fry. Kann ich die ja auch mit der Granate killen? Oder müssen die unbedingt mit. Mit dem Feuer verbrannt werden? Ah, Scheiße, nicht gesehen. Bam, bam, bam. Da ist mein Öl leer. Aber vielleicht reicht es ja sogar. Es reicht. Okay, sind jetzt hier in dieser Waffenkammer auch noch Aliens? Na natürlich, es sind einfach im ganzen Spiel Aliens. Aber hier kann man sich jetzt wieder vollladen. Sind die Sachen eigentlich, dann kommen die wieder? Yeah, Stefan! Was steht da? Stefan Ustelmonte. Stefan Ustelmonte, oder was heißt das? Ist so in einem Wort geschrieben. Ist nicht so einfach. Okay, die Dinger bleiben natürlich weg. Wäre ja sonst auch ein bisschen einfach. Das könnte man jedes Mal in das Waffending gehen.
und sich wieder voll equippen. Ich bin jetzt mal ganz sparsam. Aber da war gar nichts. Und rein da. Ich guck noch mal. Ja, ich weiß. Das war wahrscheinlich nicht so geschickt, das alles einzusammeln. Hast du schon recht? Hast du recht. Mein Area 22. Aber jetzt wissen wir, dass die nicht wiederkommen. Okay, also genau. Da unten durch. Und brauchen wir eigentlich gar nicht reingucken. Sehen wir ja dann, was da ist. Also runter, links, einmal durch diesen Korridor durch oder was das ist. Und dann kommt das Waste. Waste Area Nummer 3. Hier in den. Da trifft die MG nicht. Wenn die oben sind. Rip sein Phantom hat die Haare schön, ja? Der kriegt jetzt gerade einen geföhnt. Hört man das oder warum? Au! Ja, ich habe nur den, wie gesagt, diesen Temperaturpunkt, an dem er anfangen soll aufzudrehen, den habe ich jetzt ein bisschen einfach frei Schnauze so gesetzt, wohin. Oder heute Morgen. Im Speedfan. Und der. Aber jetzt sind die Dinger hier wieder da. Die habe ich doch vorhin schon eingesammelt. Oder? Ja, wenn nichts dudelt. Aber die Sachen hier sind jetzt wieder da. Also ist es anscheinend doch nicht so schlimm, dass ich alles eingesammelt habe. Ja, der pendelt jetzt natürlich genau bei 50 Grad, 49 Grad, 50 Grad, 48 Grad. Und ich habe den Punkt auf 50 Grad gesetzt. So macht er die ganze Zeit. 2 Grad hoch oder runter setzen. Und dann. Dann pendelt er wahrscheinlich bei 52 Grad. Ich weiß, was ihr sagen wollt, aber man kann es probieren. Also der Flammenwerfer trifft nicht so gut wie die MG. Habt ihr es eben gesehen? Ich habe so diagonal hoch im Laufen im Flammenwerfer. Hier, das hatte ich vorhin schon eingesammelt, bin ich mir sicher. Im Flammenwerfer nicht getroffen. Aber mit der MG schon. Die sprayt richtig. Also die macht gut Fläche. Okay, also wenn Gameplay-Sound läuft, hört man den Kühler nicht. Gut, dann nervt es nur mich. Mache ich mir keinen Kopf. Das hier ist jetzt... Oh, damn! Also das jetzt ist Waste Area 3. Oh. Hoch oder runter? Wo muss ich lang? Egal, all diese Ah, Mann! Alle Eier grillen.
Ah, da geht's noch weiter. Nee, geht's nicht. Ah, scheiße. Man sieht auch nicht, wie viele Hitpoints man hat. Ich glaube, wenn man wenig hat, ich weiß nicht, vielleicht unter 25 oder so. Ich hatte mal wenig. Dann sieht man, dann blinkt es ab und zu mal so auf. Also solange nichts angezeigt wird, geht es uns richtig gut. Ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, welcher Schuss am besten ist und mit welchem ich am sparsamsten hier fahren kann. Und da ist noch eine Plattform. Ist ja voll knifflig hier jetzt. Sich durch die Müllverbrennung hier zu schlagen. Ja, der Regeneffekt, ne? Den habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig bemerkt, weil ich hier so voll am Eiergrillen bin. Wie komme ich denn? Ah! Was ist denn das für ein? Okay, man kann irgendwie nicht nach links rüberspringen. Guck mal hier. Geht das an alle? Ah, andere Seite wahrscheinlich. So rum dann, ne? Yes! Na cool, da kann man auch wieder hochklettern. Scheiße, zu gierig gewesen. Ist gar nicht so einfach, da rauszukommen. Also diese Map da, die bringt nicht so viel, oder? Hab ich das Gefühl, da oben ist jetzt, blinkt jetzt was? Ja. Keine Ahnung, ob da jetzt irgendwas ist oder nicht. Boah. Also man hat so ein bisschen so Air Control, aber es ist auch so. Kann ich jetzt hier. Ah. Jetzt? Okay, hätte ich auch runterspringen können, Kann man jetzt. Ne, das geht hier. Das geht nur an, ging jetzt nur an diesen zwei Ketten da. An der hier geht's nicht mehr, aber hier ist noch was zum Sammeln. Habe ich jetzt schon alle Eier? Das war's doch jetzt schon wieder, ne? Hier hängt auch so eine Kette, da kann man auch nicht runter. Das war wahrscheinlich nur in dieser einen, um diese Items zu kriegen. Das wäre ja schon die dritte Mission, wenn es jetzt schon fertig wäre. Das geht ja doch relativ flott. Guck, das ist schon wieder da jetzt. Vielleicht kann ich dann doch wieder in die Waffenkammer gehen und. Ich darf nur nicht sterben. Ich muss jetzt mal aufpassen. Es gibt ein Continue-Feld im Hauptmenü. Da kann man ein Passwort eingeben. Hört mal so ein Ping, wenn die Mission erledigt ist. Ja, okay, kann sein. Der Fernseher ist ein Ticken leiser. Ich kann mal ein bisschen hochgehen, wenn ihr was. Jetzt hört ihr mich wahrscheinlich so laut. Wenn es jetzt zu laut ist und ihr das extrem doppelt hört, könnt ihr ja mal Bescheid geben. Okay, das ist vielleicht ein bisschen sehr laut. Aber ihr könnt ja mal Bescheid geben. Vielleicht geht's ja, dann höre ich ein bisschen mehr. Ich renne jetzt einfach durch. Ah! Die explodieren total. Und da oben ist auch wieder Muni.
Also anscheinend kommt die wieder. Ich kann ja mal kurz... Einen Moment. Nun ist okay, oder? Ja, heat it up, heat it up. Powerlink ab. Waste Area Nummer 2. Ignition Unit. Was ist denn? Was heißt Ignition? Knurru, was heißt Ignition? Ignition. Okay, ah, das ist dieses Ding, was wir vorhin gesehen haben. In der Assembly Hall 1, die war oben links, meine ich. Okay. Ignition Unit, Assembly 1, weiß ich jetzt ungefähr, wo die ist. Waste Area 2. Okay. Blueprint, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir zu der Waste Area... Was ist denn das? Trapped Prisoner? Okay. Kann ich da hin? Na gut, gucken wir gleich mal. Medic Bay... Waste Area 2, da oben. Ja, dann können wir ja mal gucken. Wir sind jetzt hier. Hier kann man, glaube ich, nicht durch. Dann gehen wir mal hier außen rum. Gucken mal, was hier ist. Und dann gehen wir in die Waste Area 2 und die Assembly Hall. Die war doch auch hier irgendwo. Da! Okay, also. Merken. Gut. Hallo Weltfrieden. Ja, Weltfrieden ist nicht schlecht. Hier ging es, glaube ich, nicht durch. Oh doch, das. Aber die Tür geht nicht auf. Okay. Oder gehört er noch zu einer anderen Mission? Ich glaube. Wir gucken mal. Hallo Rip. Hallo Playsofa. Oh, was denn jetzt? Hat mich wohl umgehauen. Ich kann dich grüßen, natürlich. Wie heißt du denn? Karox, oder was? Karox 246. Wenn das richtig ist. Hallo Karox. Ey, hier drin geht's voll ab, ey. Voll die Viecher. Die bouncen voll. Ist ja geil. Komm ich schnell. Ah. Irgendwie mal rüberkommen zu dem Prisoner. Trapped Prisoner. Vor allem trapped. Der ist ja nicht trapped, der ist ja da fest. Und jetzt? Egal. Wir haben was Gutes getan. Ah! Da kriegt man immer einen Schock und 35 ist auch nicht mehr so viel. Nur ein bisschen aufpassen jetzt. Achso, ich hatte vorhin noch nicht fertig geredet, ne? Es gibt ja so eine Passworteingabe im Hauptmenü. Aber ich habe noch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nur für die Stages. Also wenn wir hier alle Missionen durch haben, dann kommt man in die Stage 2. Wo war das Ding jetzt? Oben rechts irgendwo, ne? Aber auf jeden Fall sind wir hier schon mal richtig. Bin ich jetzt falsch rumgelaufen? Hätte ich erst in das andere gemusst? Wahrscheinlich, ne? Verdammte Kacke, oder? Nee, der hat gesagt, in die Assembly Hall soll ich das dann bringen. Da steht anscheinend auch so ein Gerät. Boah! Ja klar, das hier ist Wasteland. Wasteland, also Waste
Halle 2. Es sieht doch aus wie so eine Waste Halle 2. Nee, das stimmt schon. Ich hab gerade nur. Ich hab gerade nur erschrocken, weil da schon. Da ist auch so ein Gefangener. Da oben ist es doch. Wie kommen wir da hin? Hell. Oh, scheiße. Noch 31. Okay. Wie kommen wir da rüber? Bam! Ah, da unten. Oh, Saufi, ich hatte dich doch schon gekillt. Das ist eine Szene, so über dem, man kann auch jetzt hier so ballern bei, wenn man so gedrückt lässt, dann hat die so, hält die Waffe so draußen. Hier ist man sicher, glaube ich. Man wird schön gegrillt, aber es regnet ja. Was ist das? Boah, geile Energie. Oben ist es. Blub, blub, blub. Haha! Guck mal hier! Es geht nicht überall. Haha! Mal einer an. Kann man da rüber springen? Nee, das ging nicht. Von Treppen runterspringen geht nicht. Secret. Wie viele Leute sind denn da? 25? Stimmt es? Auf jeden Fall geil, dass wieder so viele Leute einschalten. Ist halt mal was ganz anderes als Alien-Isolation. Aber da hat man mal einen lustigen Vergleich, wie das alles früher so ausgesehen hat. Es ist auch nicht, es ist ein bisschen mehr auf Action getrimmt hier, denke ich mal. Also das ist jetzt auch nicht so das Horror-Szenario, habe ich vor so. Ist mehr so Action, oder? Also dieses Terminal, was wir hier gesehen haben, das war so rötlich. Vielleicht hat das auch was zu bedeuten. Kann ich jetzt darüber? Verdammt nochmal. Ich versuche da mal... versuche mal da hinzuspringen. Nee, da kann ich nichts machen. Nur Öl. Ah, trotzdem noch getroffen. Muss ich jetzt eigentlich nach unten oder nach oben? Ich glaube oben rum, ne? Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin mehr so der Kartenmensch. Das habt ihr vielleicht auch bei Alien Isolation gemerkt. Ich muss dann immer öfter mal auf die Karte gucken. Ah, das war schon richtig. Okidoki. Jetzt müssen wir eigentlich nur in die Assembly. Ach, okay, das war auch dumm. Ich weiß halt nicht, die tauchen wahrscheinlich auch wieder auf, die Dinge, oder? Also wenn Munition und alles auftaucht, dann sind doch diese Eier bestimmt auch wieder irgendwann da. Wir gucken nochmal kurz in die Blueprints. Die Assembly Hall 1 war da oben die eine, ne? Genau. Okay, die linke Tür.
Da sind wir ja sowieso jetzt gerade. SNES macht so Bock. Ich liebe SNES. Es ist einfach nur so geil. Wo war das Ding? Da. Das sieht genauso aus, ne? Ich dachte, das wäre jetzt vielleicht so blau irgendwie, aber hat auch so rote. Scheiße, hier sind wir ja vorhin auch schon vorbeigekommen. Okay, unten ist falsch. Ein bisschen vorsichtiger jetzt vorgehen. Nicht wieder die ganzen Energie gleich verlieren. Kann ich da rüberspringen? Nee. Am Anfang habe ich so ein paar Testaufnahmen gemacht und habe ich mir gedacht, es zuckelt doch so, aber das ist so die Animation von dieser Ripley hier, die ist nicht so, die hat halt keine 60 Frames, ne? Um es jetzt mal so auszudrücken. Und wenn die so springt, das zuckelt hier auch so, also das, was heißt zuckelt? Ihr wisst, was ich meine. Ah! Wie assi! Voll nicht aufgepasst. Wieder da hoch. Alien durchgesprungen. Das ist schon cool gemacht, wie die dann da so schaukelt, wenn man so stehen bleibt. Cool aus. Läuft geschmeidig, sagt der Cracky. Ja, das freut mich. Oh, ich vergesse immer, dass man nicht seitlich von den Leitern wegspringen kann. Also man kann jetzt nicht irgendwie so... Hallo? Jetzt so irgendwie... Ja, man kann nur so fallen lassen. Jetzt habe ich aber kein Blilling oder so gehört. Hm? Das war vielleicht doch nur ein Zufall vorhin. Oder irgendein anderer Sound von irgendwas anderem. Da hinten sind noch die Typen. Wer den Film gesehen hat, ist gut umgesetzt, oder? Also, schon cool gemacht. Ich muss mal ganz kurz ein kleines... bisschen verschieben, das Fenster hier. So. Powerlink ab. Ja, ich hab das... Eins, da war schon vier Stück. Nochmal vier Stück. Puh. Okay. Also eine Sicherungsbox und eine Junction-Box. Was heißt das? Junction-Box? Was ist das? Also zwei Fuse-Boxen. Waste Area 2. Wie assi, dass es dann so hochspringt. Ich muss nochmal lesen. Tut mir leid, ich muss es mir zweimal lesen. Waste Area 2. Das ist doch das Ding, wo wir eben auch schon waren. Wie komme ich denn da oben hin? Na gut. Waste Area 2 war oben rechts, oder? Genau. Können wir mal reingehen? Okidoki. Können wir das irgendwie anklicken oder so? Nee. Also hier kommen wir rein, dann gehen wir da hoch. Zack, 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 zack. So. Ah, da müssen wir mit dem Jump Pad hier reinspringen, wo wir eben schon waren. Okay, das ist der erste.
Dann hier rüber. Da waren wir eben auch schon mal. Und da oben weiß ich nicht, ob ich da schon war. Okay, also man kriegt doch schneller Überblick, als ich dachte. Habe ich jetzt schon wieder einen vergessen, einen verpasst hier? Also wenn ich jetzt wieder einen Follower verpasst habe, dann liegt es wirklich nicht an mir. Tut mir wirklich leid. Okay, jetzt geht's mal ab. Munition ist immer gut. Yeah, jetzt sehe ich. Clodiron. Hallo Clodiron. Willkommen. Ich weiß nicht, geil. Okay, das Ding ist zu. Play Sofa, yeah! Willkommen, du warst ja schon die ganze Zeit im Chat mit dabei, ne? War das hier? Ne, ich glaube, das war zu früh, oder? Ne, doch, müsste sein, oder? Yes, richtig. Und das andere... da oben irgendwo. Nee. Hier hoch. Ja, ich glaube, da müssen wir von der linken Seite ganz außen rum irgendwie. Also links hoch. Ja. Wahrscheinlich. Mein Lieblingsspiel. Wer fragt denn ist? Der Name ist so... mein Lieblingsspiel. Puh. Schwierig. So ein festes Lieblingsspiel. Ist schwierig. Ich überlege gerade. Es gibt dann immer so einen Unterschied zwischen einem Lieblingsspiel und einem Spiel, was halt wirklich richtig geil ist und zum Beispiel Super Soccer gehört für mich zu einem der besten Spiele, die es jemals gab. Aber ich weiß halt auch so ein bisschen mit Eigenironie, dass es halt auch nur ein Super Soccer ist, ja. Da gibt es ja mittlerweile, gab ja auch schon damals geilere Spiele. So von der Technik her, meine ich jetzt. Jawohl, oder? Oh, guck mal, hier kann man auch durch. Das muss man echt immer mal... Dieses Cracky, das meintest du vorhin vielleicht. Das ist, glaube ich, irgendein Alien-Sound. Du kannst da in dem Menü, in den Options, kannst du dir ja die Sounds anhören. Muss ich jetzt noch an dieses Ding hier ran? Nee, ne? Das war jetzt schon fertig, oder? Na gut, das Eis ist jetzt aber hier kaputt geblieben. Gut zu wissen. Die bleiben wenigstens weg. Ja, kann ja sein. Closed Doors. Okay. Alien Korridor 1 war oben links, ne? Ah, okay, zum Weapon Room.
Oh ja. Klingt doch eigentlich ganz einfach, oder? Also nachdem ich die erste... War das der hier? Ich muss... Ja, genau. Nachdem ich die erste Mission da so im Test, Streaming-Test so ein bisschen gespielt habe, ich dachte, ach so meine Güte. Aber jetzt fluppt es doch ganz gut von der Hand. Das freut mich. Ja geil, die Tür verschweißt. Hammer. Oh, das ist ja geil. Man kann ja da dran auch noch klettern. Das neue PS, ich bin total großer PS-Fan, aber das 16er habe ich noch nicht gespielt. So nach dem 15er hat es mich so ein bisschen mit der PS-Sucht ein wenig verlassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, ich muss jetzt mal ballern hier wieder. Das ist ja geil, das liebe ich so an dem SNES. Dann springst du so und dann kannst du hier so langhangeln. Das, guck mal, wie geil das ist. Ja, PS. Vielleicht liegt es auch damit zusammen, dass es beim 15er dann auch dieses Ultimate-Team gab. Ich weiß gar nicht, wie das bei Konami heißt. Ihr wisst, was ich meine. Dieses In-Game-Pay-to-Win-Gedöns, was dann nach einem Jahr quasi wieder abgeschaltet wird. So in der Art, weil du dir dann das nächste kaufen sollst. Complete Power Failure. All Fuse Boxes in Bugwash. Wo ist denn das? Bugwash Nummer 12. And Medic Bay Nummer 9. Bugwash 12 and Medic Bay 9. Soll ich mir das aufschreiben? Bugwash 12, Medic Bay 9. Ich brauche Schokolade. Bugwash und Medic. Und das Medic-Ding war doch hier unten irgendwo. 8. Bei Medic Bay 9. Hier, ne, hießen die doch, ne? Also doch Medic Bay 8. Okay, der Medic Bay 8 ist hier unten. Geht's hier noch irgendwo weiter? Nee. Bugwash 12, da ist es doch, neben dem Assembly Hall. Okay, das ist eigentlich... An dem hier stehe ich, glaube ich, gerade. Dann gehen wir erst in den Bugwash 12. Und dann unten in das Medic-Ding. Ja, hier sind die ja, die Dinge. Medic Bay 9. Ach so, cool, da kann man gerade sogar rübergehen. War es doch der 9er und nicht der 8er? Medic Bay 9. Und das da unten war der 8er, ne? Ah, okay. Sorry, ich muss nochmal genau lesen. Aber ich glaube, das war der 9er, doch. Also das heißt, ich muss eigentlich nur in diesen Bugwash 12 reingehen und dann in den nächsten Raum nochmal rüber. Dass man das nicht irgendwie beschleunigen kann. Bugwash 12. Ah, das ist ja scheiße. Dass das jetzt wieder so lange dauert. Guten Abend, Christgan... Was? Christagun... Christagans? Nee, wie heißt das? Wie wird das ausgesprochen? Ja, okay, also doch so. Hier rein. Oh ja, okay. Das sieht aus wie Bugwash.
Ah, geil. Komm ich hier durch? Nee, ne? Wie komme ich da jetzt rüber? Okay, jetzt weiß ich ja warum. Wie komme ich jetzt darüber? Das ist das Problem. Man steht jetzt, je länger man hier rumsteht, umso mehr ballert man und dann wird es nämlich heavy, weil dann irgendwann, guck mal, ich habe noch 70 Schuss und keine Munition mehr, kein Magazin mehr. Also nicht lange überlegen, gehen wir einfach nochmal zurück ans Terminal. Mal einen anderen Weg vielleicht finden, wie wir in das Medic-Ding kommen. Der Alien-Korridor, den habe ich jetzt verschlossen. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr gucken. Genau, den haben wir zugeschweißt. Oben links ist zu. Hier unten ist die Mine Area. Die führt zu Waste Area 3. Und da ist es wieder so rum. Okay, wenn es ein abgeschlossener Raum ist, dann ist es wahrscheinlich wieder von links. Das kann so, aber nee, oben war ja auch zum Schweißen. Ah, das ist blöd. Man kriegt da nicht so eine richtige Karte im Kopf zusammen. Chris GTA Guns. Ah, okay. Medic Bay 9. Ah, hier unten. So kommt man da auch hin. Neben dem... Got it. Ja, sorry. Ich habe mir dieses Twitch Pop-Out-Fenster rausgemacht, bei dem alle Nicknames unterschiedliche Farben haben. Hier im Chat seht ihr ja der Chat, der quasi im Stream angezeigt wird. Da habt ihr alle die gleiche Farbe, eure Namen. Und da sind die einfacher zu lesen. Finde ich. Aber als zum Mitlesen habe ich mir hier den Chat hingelegt im Browser. Und da sind die Farben alle so bunt und da habe ich manchmal. Das ist schwierig zu lesen. Hier rein, ne? Boah, wow, Medic Bay. Das ist schon mal geil da oben. Ja, Vielleicht lassen wir die mal da. Wir haben ja noch ein bisschen Luft nach oben. Das ist schon cool gemacht mit den drei unterschiedlichen Waffen, weil die auch alle unterschiedlich so einsetzbar sind ein bisschen. So easy. Okay, vor allem meine MG ist jetzt leer. Flammenwerfer habe ich auch nicht mehr so viel. Okay, warte mal, was ist da drüben? Ist da Munition vielleicht? Oh, oh, guck mal, was da von der Decke kommt. Ich weiß nicht, ob. Nein! Lassen wir es lieber. Ich habe gedacht, vielleicht sehe ich jetzt hier auf Anhieb irgendwo ein bisschen Munition oder so liegen. Yeah! Digi Nova! 96, willkommen! Danke fürs Folgen! Na gut, das ist halt hier die, Medizinabteilung. Vielleicht ist sie darauf ausgelegt, dass man einfach ein bisschen Schaden nimmt, ne? Und nicht so viel ballert. Weil man nicht mehr ballern kann. Hier war auch ein Terminal, oder?
Ach so. Haben wir was vergessen? Warte mal. Hab ich jetzt was vergessen? Backwash 12. Oh nein! Stimmt, da kamen wir ja nicht durch. Stimmt. Wo war das Backwash nochmal? Medic Bay 8? Hier war nichts, ne? Wie kommen wir da jetzt hin? Backwash, genau. Hier war's. Und da kam ich nicht auf diese andere Seite. Und da ist Medic Bay 9. Korridor 12 ist unser Startraum, wo wir sind, ne? Medic Bay 9 ist dann unten die linke Tür. Ah, okay, Mensch, dann komme ich auf die andere Seite. Aha! Jetzt raff ich's. Die hier, oder? Nicht mehr viel Munition, ey. Das macht mich ein bisschen nervös. Ah, okay. Da unten ist quasi rein, dann kommen wir in dem anderen Raum auf der anderen Seite raus. Das war doch hier. Dieses Klick. Das gibt's doch auch in Jurassic Park 1, oder? Also Jurassic Park. Ja, es gab zwei Teile, ne? Okay. Ach, dieses Tick, 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 Tick. Meint der Cracky das? Nee, es kam jetzt wieder. Ich höre da nichts. Jetzt los, jetzt ist alles sauber hier. Ach, Glück gehabt. Nur zwei Aliens gekommen. Oder Facehugger, wie man sie nennen will. Ah! Wieso springe ich? Hallo, Iluka. Total Control. Ribbit. Ja, der Jimbo ist jetzt auch da. Es ist 10 Uhr, da kommen die alle angekrochen. So. Ah, okay. Ist ja eigentlich einfach, oder? Ich bin ja im Korridor 12. Einfach da unten hin und die... End. Zellblock 4. Ah, hallo ist... ich muss kurz mal lesen. Hallo auf jeden Fall. Von Zellblock 4 und vom Hauptgebäude. Achso, das muss ich jetzt von beiden Seiten verschließen. Von Zellblock 4 und vom Hauptgebäude. Also machen wir als erstes schnell Hauptgebäude und dann gucken wir nochmal die Karte. Hauptgebäude. Ich nenne es immer Hauptgebäude. Das ist jetzt also hier dieser Hauptraum. Und die Tür geht immer noch nicht auf. Macht wahrscheinlich jetzt mehr Sinn, oben rum zu gehen als unten rum, oder? Da unten waren so sau viele Aliens.
warte mal, hier. Na, geh doch rein. Wie gehe ich denn da rein jetzt? Verdammt nochmal. Ach so, einfach dagegen laufen. Oh, ich bin erschrocken. Ich dachte schon wieder tot. Late Game Joiner, ja. Hier gab es doch irgendwo noch was. Da oben. Ach Mann. Dieses Springschießen, das ist so eine, sowas, was man so drin hat. Okay, also von Zellblock 4 aus müssen wir das auch nochmal verschließen. Der Zellblock 4 war doch irgendwo hier unten, ne? Okay, in den Zellblock 4 reingehen. Ganz nach rechts und die Tür auch verschweißen. Da oben ist Schuss. Schuss! Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal hier diese Röhre hoch, hol mir dann noch das Zeug, was da liegt, und dann gehe ich wieder zu. Na, komm schon. Und dann gehe ich wieder zurück und hol mir. Gehe in diesen Eingang zu diesem Dingsbums 4. Was auch immer das nochmal war, Maschinenraum 4 oder was. Oh Gott. Davon habe ich noch welche. Yeah! Jetzt geht's ab. Ah! Haha. Ich gehe oben rum. Ist irgendwie. Oh. Ich wollte gerade noch sagen, ist irgendwie besser, aber. Jetzt müssen wir wieder da runter. Ich meine, ich kann mich jetzt einigermaßen. War das der linke oder der rechte? Ich wollte gerade sagen, ich kann mich einigermaßen zurechtfinden, aber. Okay, der rechte. Ich muss nochmal nachgucken, weil, wenn man einen Raum betritt, kriegt man es auch nicht angezeigt. So von wegen so, ich guck mal kurz rein, vielleicht ist es der. Man kann dann immer nur anhand der Hintergründe und des Settings so sagen, ah ja, ja, das ist der. Ah! Sneaky Peaky like. Ah, stopp, die holen wir uns doch. Ja! Kommt das Vieh gerade wieder zurück, ey, das gibt's doch nicht. Ah, scheiße, das ging nicht so, ja, da musste man ganz oben. Dreimal in dieses Vieh reingelaufen. Musste man ganz außen rumgehen, ne? Da hinten sind die Treppenhäuser da. Vielleicht kommt das Geräusch auch nur, wenn die Mission fertig ist. Nee, das ist der Radar. Ich weiß nicht, was der Cracky da gehört hat. Ist ja auch egal. Fakt ist, ich hole mir jetzt noch die MG-Munition da, weil die ist sehr, sehr wichtig. Da tropft die Sabber von oben runter. Jawoll, zwei Magazine. Jetzt geht's ab. Gute Nacht, Manik. Das ist bei mir dunkelblau. Ich kann's nicht lesen. Es tut mir leid. Manik Loso. Und jetzt? Das Passwort ist nicht wirklich Question, oder? 1:20. Pff. Holla die Waldfee. Mission complete in 1:20.
Krass, okay. Ja, das Passwort. Question. Soll ich mir das jetzt irgendwie auf? Das kann ich mir doch merken, oder? Ihr merkt euch das für mich. 38 Viewer, ihr seid ja verrückt. 10 Uhr. Stage 2. Ist das jetzt das gleiche? Nee, ist anders, oder? Hier ist gar kein Terminal. Oh, blaue. Ich gehe mal erstmal ins Terminal. Okay. Power to the people. Deaths of Despair. Wir können ja auch mal einfach eine andere nehmen. Watch your back. Power to the people. Machen wir es mal, ne? Okay, we need to collect the power pack from... Hallo, das Muffin. Hey, immer wenn ich lese. Das Muffin. Take the power pack from Hangar Bay 4. Hangar Bay 4 and hook it up to the generator in Weapons Room 8. Hangar 4... Ne, Hangar Bay 4 zu Weapons Room 8. Okay. Boah. Weapon. Wo ist der Weaponraum 4? Oh, jetzt geht das wieder los. Okay, da gibt es auf jeden Fall noch was zu holen. Medic Bay. Weaponraum 8. Alien Korridor 2. Weaponraum 4, Hangar Bay war eine andere Nummer, oder? Boah, ich hol mir gleich Zettel und Stift. Wisst ihr das? Ja. Gehen einfach mal da rein. Hangar Bay 4. Okay, hier ist nix. Ach du Scheiße. Das ist das, wovor ich im ersten Stage, also in der ersten Stage Angst hatte. Was sich jetzt eigentlich im Nachhinein... Oh, das war falsch. Als doch einfacher herausgestellt hat, als ich es mir vorgestellt habe. Aber jetzt geht's gerade so weiter, wovor ich Angst hatte. Korridor 10. Alien Korridor 2. Medic Bay 3. Weapons Room 8. Ich gehe einfach überall mal rein und ich muss mal gucken, wo ich das finde. Jetzt bin ich wieder in dem Hauptding, wo ich, oder? An dem Terminal stehe ich, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, dann muss ich mir merken, dass der Hauptraum ist Korridor 10. Ja. Hä? Hier komme ich von Korridor 10, lauf einmal hier durch und wieder Korridor 10. Aber ein anderer Ausgang. Ah, Furnace Area 6 und das ist dann... Ah, okay. Okay, gut, das ist so rum. Ja, wir spielen auch CSGO. Manchmal. Na ja, gut, schon relativ oft, ne? Abends mal so eine Runde ballern. Backwash. Da war ich schon eben, ne? Medic Bay 3. Hier war ich auch schon, oder? Komme ich wieder in Korridor 10. Das heißt, Medic Bay 3 ganz links raus führt wieder zu Korridor 10. Aber... unten. Das heißt, von hier Medic Bay 3 nach hier unten. Okay, da muss man sich im Kopf so eine Map zusammenspinnen. Weapons Room 8. Power Generator. Okay, der Raum, den muss ich mir mal merken. Der ist unten links.
Alien Korridor 2. Der führt zu Korridor 10 aber wieder. Auch wieder in dieses nach oben. Das heißt von unten nach hier oben. Hangar Bay, da geht wahrscheinlich alles drüber. Hangar Bay 4, das war der auch. Ah, okay, Hangar Bay 4. Und da geht es wahrscheinlich dann weiter. Vielleicht ist es gar nicht so kompliziert. Man muss sich nur mal zurechtfinden. Assembly Hall 2. Hangar Bay 4. Dieses Ding, Power Pack, im Hangar Bay 4 holen. Wo war jetzt die Tür? Hier. Und der Hangar Bay 4, da ist ein Terminal, da kann ich schon mal rausgehen und gucken. Hangar Bay 4 ist hier das letzte, die letzte Röhre runter und dann ab geht's, oder? Aber hier sind schon viele Aliens. Ah. Okay, jetzt hier runter. Ganz runter, oder? Ah! War das nicht sogar hier? Nee, ich glaube, ich hätte doch weiter runter gemusst. Ja, da rechts ist es. Vielleicht komme ich auch nur so dahin. Ah! Ist immer ein bisschen blöd bei dem Spiel, wenn ich hier so lang laufe und nicht sehe, wann die Aliens ins Bild gehuscht kommen. Dann so ein bisschen auf den Chat einzugehen. Entschuldigung, da muss ich jetzt noch mal gucken. Hangar Bay 4. Ah, da ist sogar noch eine Tür. Gut, aber da muss ich ja rein. Ich guck noch mal. Nimm's mir nicht übel. Beim Smeeder Cracky geschrieben hat, beim Stream läuft das Gehirn echt nur auf 50% Game, 50% anderer Kram. Hangar Bay 4, genau. Ja, das Powerpack. Also hatte ich doch richtig in Erinnerung. Weapon Room 8. Hm, okay, der war unten links, ne? Got it. Easy. Wie gesagt, ist nicht so schwierig. Man muss sich nur so eine... Ich muss immer wieder sagen, aber man muss sich halt so eine Map zusammenspinnen im Kopf. Vor allem, dass die Räume dann auch noch so einen U-Bogen machen, dass man in der einen Tür reingeht und in der anderen, auf der anderen Seite wieder rauskommt und so Sachen. Das ist einfach nur verwirrend. Hinek meinte ja auch, das Spiel wäre brockschwer. Das motiviert natürlich noch mehr, das einfach jetzt mal durchzuspielen. Nicht jetzt direkt heute, aber gib ihm, ne? Ah, da oben ist das Ding. Wie komme ich da hin? Hab ich da jetzt eine Leiter schon verpasst oder ausgelassen? Au! Rate ist hier schon hoch, ne? Ah, scheiße, reingelaufen. Okay, wie komme ich da hin?
Haha. Die sind auf einem anderen Layer, die Ketten. Man erkennt das ein bisschen. Muss man halt wissen, dann sieht man das sogar. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen dumm. Ah ne, Quatsch, das ist ja gerade die Ebene. Okay, jetzt muss ich... Ich gehe jetzt einfach mal... Um nicht zu sterben hier in diesem Höllenraum. Da gucken wir nochmal kurz, oder? Vielleicht... Aber wir sind hier falsch. Help! Wow, was da unten alles ist. Nee, wir gehen lieber... Ah, das ist scheiße. Wir gehen lieber zurück, sonst nimmt das kein gutes Ende. Weil jetzt habe ich gerade in meinem Kopf die Map so zurechtgestrickt, dass ich da hin muss. Dass ich weiß, wo ich hin muss. Und zwar wieder hier raus. Und dann in dem Korridor 10. Der andere Korridor war der 12er. Jetzt sind wir im Korridor 10. Links unten hin. Vielleicht gibt es hier noch Sachen zum Sammeln, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Da verlieren wir wahrscheinlich mehr Energie, als dass wir da jetzt irgendwas einsammeln. Okay, wir stehen hier hinter der Tür und... Bam, bam! Boom. So, ich traue mir das jetzt mal zu, nicht nochmal zu gucken. Aber es war unten links, ne? Der Waffenraum. In dem stand auch der Generator. Soll ich das schon sammeln? Ja, oder? So können wir es ja mal lassen. Munition ist wahrscheinlich nicht irgendwie, oder? Ich bin eh beschädigt, oder? Beschädigt. Ja, egal, komm. Ab dafür. Ja, wie gesagt, schade, man kann hier nicht so sehr auf den Chat eingehen. Weil die Aliens einfach nicht aufhören zu spawnen. Also, man kann nicht irgendwie sagen, oh, den Raum habe ich jetzt geklärt, jetzt kann ich mal kurz Chat lesen. Ich könnte wenigstens dann so kurz mal Pause machen. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Aber es hält sich ja noch in Grenzen im Chat. Das ist übrigens alkoholfrei. Geh von meinem Gesicht. Also diese blauen, die sind schon eklig. Hier gibt es schon viel Energie zum Sammeln. Hitpoints oder wie ihr es auch nennen möchtet. Was zum Geier? Wie soll ich darüber? Geh von meinem Gesicht! Oh Mann! Das ist das, was ich meine. Also hier ist Dauerstress. Die spawnen immer wieder und kommen immer wieder. Also das ist jetzt nicht so, nicht zu vergleichen mit Alien Isolation, wo man dann quasi so ein bisschen sich auch versteckt. Kann ich das schaffen? Oh, das ist so nervtötend. Das sind so Räume, wenn du hier dann nicht konzentriert bist, dann versaust es dir einfach komplett. Ist das überhaupt der richtige Raum? Ich glaube, das ist gar nicht der richtige Raum, oder? Vor lauter Laute. Also, ich guck nochmal.
Aber hier unten ging es ja nicht weiter. Oder ist der Web... Guck mal, das kommt sogar alles wieder. Das ist ja geil. Also, easy. Ich gehe nochmal zu diesem Terminal. Wahrscheinlich habe ich das noch falsch in Erinnerung, dass der Weapon Room in dem Korridor Nummer 12 war, unten links, und nicht in dem 10er. Bam, bam, bam! Wo ist der Waffenraum? Gib mir die Blueprints. War der nicht auch hier unten links? Na doch. Aber ich war gerade eben in dem hier. Man kommt von der Röhre nicht dahin. Okay. Das erklärt's. Also jetzt hier. Runter, links und dann runter, 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 runter. Es wäre so geil, wenn man so eine kleine Map hätte. Wie oft wir streamen. Ja, so oft wie es geht. Aber wir haben da keinen festen Plan oder kein festes... Ja, genau, regelmäßig, unregelmäßig. Das kann man so sagen. Oh, sehr, sehr schneller, oder? Scheiß Vieh. Bleib stehen. Okay, und jetzt runter. Gibt's Fall Damage? Yeah, der Destructor! Boah, geil. Was sieht hier aus? Trapped Prisoner. Ist nicht ganz so abwechslungsreich, die Musik, aber... Web Move. Waffenraum, dann können wir doch gleich nochmal... Der Typ ohne Cape. Willkommen. Diese großen Aliens finde ich sogar noch cooler als diese blöden kleinen, da wo man sich immer ducken muss und die nerven einfach nur. Die da. Ja, und dann springen die noch zurück. Aber ich habe keine Lust, die ganze Zeit jetzt hier so zu kriechen. Und da unten rechts in die Ecke zu gucken. Und dann passiert sowas und dann wird man trotzdem getroffen. Mensch, was ist hier los? Okay, na, da reingehen. Erstmal ein Terminal suchen. Hier unten schon mal ein bisschen aufgeräumt. Diese Eier, die kommen ja zum Glück nicht. Jetzt bin ich auf der falschen Seite. Jawohl, so. Sticht ihnen die Augen aus, dann müssen sie kriechen. Mission accomplished. Also entweder ist der Ton hier immer am Fernseher immer noch zu leise. Oder ich höre das, ich weiß nicht, ich höre da nichts. Aber ist ja auch egal. Wir kommen ja zurecht. Ab ans Terminal. Schluck trinken.
Okay, Despair. Oder wie heißt das? That's strange, the pressure is down. Broken pipe. Ah. Okay. Das ist ja wieder mal ein bisschen, ich will nicht sagen einfach, aber ich gucke aber nochmal vorsichtshalber, ist es immer das Terminal, an dem ich auch bin? Vermutlich, ne? Backwash 8, da muss ich ja nur darüber gehen. 100 Aliens töten. Man kann wahrscheinlich auf diese Rohre draufspringen, so wie das ausgesehen hat. Weil die waren wie so eine Treppe angeordnet. Ja. Kann ich auch einfach unten bleiben? Ja, geht auch. Ich räume lieber immer noch mal auch vorher. Okay, das erste haben wir schon mal zugeschweißt. Ah, da unten ist so ein... Oh, wollen wir den holen? Die arme Sau. Ah ja, wir machen erstmal die Mission und dann schauen wir mal weiter. Ach, shit. Gar nicht so einfach, da durchzukommen. Wirklich nicht so einfach. Aber das bleibt doch am Boden noch so ein bisschen wappen. Ach, und unter dem Rohr auch nochmal. Oh, Hitbox Alolo. Einfach durch jetzt. Komm, wir holen den da unten. Irgendwas muss es doch bringen, oder? Den armen Kerl da nicht sitzen lassen. Wir haben neun Munitions... also 9 MG-Magazine. Leonen 12. Willkommen als neuer Follower von Ravioli. Ja, das ging doch. Oh, die muss ich. Ach so, die Munition. Scheiße! Da hätte ich unten unter den Rohren langlaufen müssen, ne? Egal jetzt. Jetzt drauf springen doch hier. Ja, ist echt schwierig bei dem Spiel mal so wegzugucken vom Bildschirm. Grad Action. 360 No Scope. Alien Corridor 2. Was? It's wall-to-wall? Wahrscheinlich ist es... Ja, okay, das ist der rechts, ne? Auf der rechten Seite, wo man rechts oben reingegangen ist und dann rechts unten rauskam. Ich guck noch mal schnell. Zellenblock 5. Alien Korridor 2 und der ging hier hin, ne? Ja. Okay, das heißt, ich kann ganz nach rechts gehen und dann einfach
hier runter. Ich wollte nach oben schießen. Ja, stopp. Jetzt geht's ja nicht runter, ne? Okay. Ach stopp, ich muss die gleich zumachen, oder? Nicht vergessen, sonst laufen wir nämlich nochmal zurück. Und die andere muss ich dann wahrscheinlich von außen verschließen noch, oder? Schon besser, dass wir das hier alles verschließen. Und die jetzt von außen oder was, ne? Nee. Okay. Na gut, er hat ja auch in der Mission nur gesagt, die eine. Das macht aber irgendwie keinen Sinn. Oh, oh, wir haben nur noch 24 Hitpoints. 24%. Konzentration! Geiles Spiel, ja? Mercy Mission. Was, wo ist das? Furnace? Furnace 7. Aber guck mal, da gibt es überall Hitpoints, ne? Ja, gut. Also, Furnace Area 7. Was heißt Wuhu? Kam da wieder ein Follower? Also, hier kam nichts. Dann kommen echt anscheinend nicht alle durch. Egal. Oder du machst Wuhu, weil du was anderes Wuhu willst. Lass erstmal gucken, wo das sein soll. Hangar Bay 4. Korridor 10, da kommen wir auch wieder zurück. Alien Korridor 2, da waren wir schon im Zellblock 5. Da ist es. Zellblock, oh, hier geht's auch schon mal ab. Guck mal, das ist eine geile Animation. Also oben rechts, Zellblock 5 und dann da durchlaufen. Wir sind jetzt gerade hier, da hoch und dann rechts. Aber ich habe nicht mehr viel, das müssen wir echt aufpassen, dass wir da reinkommen und uns mal wieder voll tanken. War das jetzt schon hier oben? Ja. Sieht aus wie ein Zellenblock, oder?
Ich rette dich! Für was habe ich das jetzt alles hier umgebracht, hier unten? Für nix? Holla, Messel! Oh, 16 noch! Das macht 8 Schaden! Weg! Oh, geil, da ist was! 46, das ist ja schon mal ein bisschen was. Hier kann ich nicht weiter. Ne? Nein, man darf sich jetzt nicht ablenken lassen. Weil wir müssen hier auch eigentlich nur durch, um in den nächsten Raum zu kommen. Ja! Da geht ein Gude! Da kommt man wieder nicht rein. Ah, da würde ich schon ganz gern noch rein. Zwecks meines Gesundheitsstandes. Na egal, hier waren ja auch welche. Juhunator. Also wie gesagt, ich kann mich nur noch mal wiederholen, falls ich hier irgendwelche Follower-Alerts verpasse. Ach geil, Mann. Ich kann leider, ich sehe nicht alle. Es poppen nicht alle auf. Man kann ja mal so voll assi sein, so, ja, ihr müsst mal was spenden, damit ich sehe, ob das funktioniert. Aber so assi sind wir nicht. Oben ist einer. Shit. Ach so, Schmesselnator. Jetzt verstehe ich. Im Hintergrund der Flash schon. Da, Sick! Hallo, Sick! Oh, wie assi. Mal ein bisschen konzentrieren gerade. Yes! Man kriegt aber halt nichts dafür, ne? Oh, die sind, also die blauen, ich springe auch immer wieder drüber, ne? Das, ich muss mich mal, muss mal dran denken. Okay, hier ist auch nichts. Ich jetzt nur wegen diesem einen Typ da ganz drüber. Keine Munition, kein... Ja, doch, bisschen Munition war hier eben, ne? Ah, doch, hier geht's noch lang. Ja! 90%! Okay, das kann vielleicht natürlich auch an Easy liegen. Aber egal. Dann geht's mir wirklich besser. Schrotziert einfach alles. So kann ich hier nicht drüber laufen. Ah! Okay. Na gut, 30 hat das abgenommen. Das war dumm. Aber ich wollte mal wissen, weil das sieht so aus. Als könnte man da drüber laufen. So dass es von nur so ein bisschen Schaden macht. Diese orangenen Lamellen über der Lava, die sehen aus, als könnte man da drüber laufen. Seht ihr das? Aber nicht nochmal reinfallen, dann wird es ein bisschen kritisch.
Ja, Boden ist Lava. Kennt jeder das Spiel, ne? Als Kind immer gespielt. Boden ist Lava. Ah, da ist schon wieder alles voll. Alles easy. Alles easy auf easy. Ist voll Terminator hier, ne? Terminator 2. Ah, da unten, den habe ich jetzt vergessen. Ah, verdammt. Zu spät gesehen. Ja! Ich guck mal kurz auf den Chat. Gut. Ich habe nur im Augenwinkel gesehen, wie der Chat so ein bisschen aufpoppt und man kann hier bei dem Spiel wirklich schlecht vom Screen wegschauen. Okay, hier noch was. Ah, Scheiße. Ah! Wieso springe ich jedes Mal bei diesen Alien-Pennen? Das ist so eine Mario-Krankheit. Da kommt was, ich spring mal. Dann springt man immer rein. Okay, das ist der letzte jetzt noch da unten, oder? Wie komme ich denn da hin? So, ne? Weggepumpt mit dem Granatenwerfer. Ah, stimmt, der Cracky hat recht. Dieses das kommt dann erst, oder? Das ist wahrscheinlich dieses mein PDA da oben. Ich muss mal ganz kurz. Da ist so ein blödes Pop-up aufgegangen. In dem Twitch-Chat. Ob wir hier oben noch was sammeln können. Oh! Glück gehabt. Da unten ist auf jeden Fall noch mal was. Ah, das hatten wir eben schon gesammelt. Jetzt taucht irgendwie dann doch nach einer Zeit wieder auf. Wir können ja mit diesem Ding hier noch mal zurück. Oh, krass, da ist noch einer. Der hat aber nicht zur Mission gehört, oder? Ich weiß es gerade nicht. Die haben nicht zur Mission gehört. Der hat doch nur gesagt in diesem Raum Nummer 7. Diesem unaussprechlichen Wort. Dass ich nicht weiß, was es genau bedeutet. Also diese blauen sind die schlimmsten. Ah, und die Türen sind die schlimmsten, wenn man gerade nach oben schießen will. Aber man kann auch einfach reingehen, rausgehen, dann ist das Alien auch wieder weg. Ich glaube, wenn man Geduld hat und einfach nur die ganze Zeit sneakt, dann kommt man hier richtig gut durch. Ja, das war's schon. On a short fuse. So. Ein Kurzschluss. Im Medic Bay 3. Da ist sie. Da gibt's auf jeden Fall Energie wieder. Da gibt's viel sogar. 2 Stück.
The fuses must have blow. We'll need to repair all fuse boxes in Medic Bay 3. Okay, Medic Bay 3 war wo nochmal? Da oben links. Ja, gut. Easy. Easy! Ich bin mir ganz Zeit zum Überlegen, was man aus dem Spiel hätte machen können. Ich pausiere es mal. Das ist einfach mir zu heikel sonst. Was man aus dem Spiel hätte machen können, wenn das so ein. So wie Protector, so einmal durch. Wäre doch auch gegangen. Man hätte ja die Räume öfters mal wiederholen können, so was ist. Jetzt bist du auf der Krankenstation und dann sieht der ganze Hintergrund halt so aus wie jetzt eine Krankenstation oder so. Oder jetzt bist du im Gefängnis. Jetzt sieht das alles aus wie das Gefängnis. Das hätte jetzt auch nicht viel mehr Grafikaufwand gehabt. Gut, hätte nicht so zum Film gepasst, muss ich zugeben. Aber man hätte es ja auch so ein Spiel, bisschen linearer, das wäre doch... Also ich will das jetzt nicht schlecht reden, das ist ja auch mal was anderes, aber... wäre bestimmt auch geil geworden. Habe ich das eigentlich richtig gemacht? Ich habe die ja quasi repariert. Na gut, ich denke mal, das wird schon richtig sein, ne? Ach, jetzt wird es gerade ein bisschen krass hier. Sag, die Kleinen sind schlimmer als die Großen. Gift gibt's nur in kleinen Flaschen. Oh Mann, wie es mich gerade ankotzt. Du gehst hier so raus und dann ist schon wieder der nächste im Screen, aber du hängst noch an dieser Leiter. Wie komme ich da rüber? Okay, diesen... Hier muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite dann kommen. Der Medic Bay hat wahrscheinlich von der anderen Seite auch noch eine Tür. Aber das... What the fuck? Wie soll ich da rüberkommen? Einmal probiere ich es noch, dann gehe ich nochmal raus ans Terminal. Nee, das geht nicht. Okidoki, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Wie komme ich da oben hin? Wir gucken nochmal im Terminal. So. Wir sind hier oben reingegangen in Medic Bay 3. Und rechts, was ist da für eine Tür? Weil, genau, hier kommen wir nicht durch. Und den müssen wir auch noch reparieren. Und dann müssen wir Korridor 10. Aber... Oder war das jetzt falsch, dass ich die da repariert habe? Nee. Die und die da, oder? Doch, die sind ja, sonst wären die ja nicht markiert. Aber wie komme ich an die hier? Wie komme ich an die hier? Gibt es irgendwie so einen längeren Jump oder sowas? Ist das eine Sprungdistanz? Das ist eine Sprungdistanz, oder? Eins.
Schwer zu sehen, ne? Also vielleicht 4 Kästchen. Das ist doch zu lang, oder? Egal, gehen wir mal durch den anderen Weg, Korridor 10. In diesen, wie soll man sagen? Ihr wisst, was ich meine. Nicht oben links in den Medic Bay rein, sondern... Entschuldigung, ich muss noch mal gucken. Ich hab's vergessen. Oben links ist einmal Medic Bay und dann ist hier unten noch der nächste, ne? Genau. Wie kommen wir da hin? Einfach in die Röhre rein. Vor dem Medic Bay in die Röhre, runter. Okidoki. Hier oben ist so ein großer Gang, da kommen immer die großen Aliens. Aber die sind mir auch lieber. So, hier ist der Medic Bay 3, in den wir nicht reinkommen. Also, wo ich nicht weiterkomme. Probieren wir es mal über den anderen Weg. So geht es doch am schnellsten, ne? Es müsste die Tür gewesen sein. Ja. Die ist es auch. Okay, na. Da oben ist auf jeden Fall schon mal die andere. Ist hier auch eine Leiter oder so? Okay, da ist eine. Oh, das hätte ich jetzt noch nicht einsammeln müssen. Hallo, was hält der aus? Der hat doch schon voll geblinkt. Also guck mal, das ist jetzt so eine Sprungdistanz. Da hat man noch so ein Kästchen Luft. Würde ich mal sagen. Okay. Die kann ich schon mal aufheben. Erst nochmal. Fuck. Wie komme ich da jetzt rüber? Kann ich hier unten irgendwie durch? Nee. Vielleicht einfach noch einen Ticken später springen. Bleibt ja nichts anderes übrig, als das nochmal so zu probieren, oder? Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hoch. Kaum kommt jetzt hier nicht viel, dann können wir einfach hochrushen. Ein paar von den blauen. Und jetzt sind wir ja schon wieder da. Wie kommen wir da rüber? Also es muss ja mit dem Sprung gehen, oder? Habt ihr eine andere Idee? Hier sind aber sau viele. Das ist echt richtig assi. Aber hier ist zum Glück auch viel zum Sammeln. Aber die Leiter ist richtig assi. Da kommst du hoch und dann kommt direkt einer da immer ins Bild. Yes! Das geht sogar. Schneller! Ja, da kann man sehr nur eins einsammeln. Auch ein bisschen blöd gemacht. Ey, wie viele hier kommen? Wahnsinn. Einfach jetzt durch mit dem Flammenwerfer. Boah, wenn man rechtzeitig springt, kommt man sogar drüber bei den blauen. Oben kommen immer die großen, da kann man immer schon mal so zwei so Granaten spammen. Guck
komme wirklich immer an der gleichen Stelle fast. Oder an der gleichen. Mission Impossible. Oh, klingt ja gut, ne? These things are like machines. Nummer 6. Vier Stück. Noch mehr. Fünf Stück. Ach du liebe Zeit. Sechs Stück. Das ist wirklich Mission Impossible. Sieben. Acht. Furnace Area 6. Okay, wo ist die? Ja, genau nebendran. Ich guck mir die mal an. Ah, okay, wir fangen rechts an. Da müssen wir über Lava springen, über Lava springen. Da waren wir schon drin, oder? Ach, egal. Ab dafür, rein da jetzt. Impossible! Gute Nacht! Wie ist es denn? Oh, schon 11. Naja, ich würde ja gerne die zwei Missionen noch fertig machen. Dann kriegen wir ein neues Passwort. Und dann können wir ja den Rest dann uns fürs nächste Mal aufheben. Help! Okay, das ist wirklich impossible hier. Voll am Gimmen. Ah! Okay, diese Dinge sieht man im diesem Blueprint nicht. Hi, Ede! Ich hab nicht mehr viel Munition. Also springen sollte man einfach gar nicht machen, wenn da kein Abgrund ist. Ups. Okay, kann ich jetzt hier irgendwie rüberspringen? Jawohl. MG-Munition. Ja gut, das sind 8 Stück in diesem kompletten Raum hier, also... So weit auseinander können die ja gar nicht sein. Die Räume sind ja auch etwas begrenzt von der Größe. Boah. Ich mach's aber auch immer wieder. So ein Reflex. Da oben rechts ist einer. Jetzt kann man mal diese Karte nutzen. Das ist cool. Ich help dir. Der Hintergrund sieht so geil aus. Oh ja, toll. Wie sollte ich denn springen sonst? Man hat so wenig Air Control. Das ist echt schwierig. Man hat ein bisschen, aber das ist so... Ihr könnt euch das vorstellen vielleicht. Und jetzt? Oh! Komme ich denn da auf die andere Seite? Ach, das ist bestimmt wieder ein zweiter Eingang oder so. Kann ich da jetzt einfach so... Leben am Limit! Jetzt muss ich noch den anderen Eingang wahrscheinlich suchen von dem Ding hier. Weil hier habe ich jetzt alle weg, oder? Auf der Seite. Hallo Killer, guten Abend. Stopp, falsche Richtung.
Jetzt habe ich den Radar, jetzt sehe ich, dass da was kommt. Ah! Hat ja viel geholfen. Hau ab, Mann! Ab ins Terminal. Ich muss nochmal in die Karte gucken. Denn hier war... Ich muss mir angucken, wie die Tür auf der anderen Seite heißt. Korridor 10. Also, gut zu wissen. Müssen wir nur... Also, das war die eine und die andere war dann hier drüben, glaube ich sogar, ne? Ja, okay. Das war dieses U. Die hatten wir, jetzt müssen wir quasi in die linke nochmal gehen. Ja, ein bisschen impossible. Bis jetzt geht's doch eigentlich, oder? Ja, wenn man sich da so ein bisschen reingefuchst hat in das Spiel. Die hier, oder? Yes! Richtig! Jo, gute Nacht! Für alle, die jetzt schon früher schlafen gehen, ihr könnt euch die Aufzeichnung dann auch wieder auf Ravioli die Extras angucken. Okay, so, wie komme ich jetzt nach oben? Ey, diese blauen sind so assi, ich hasse die. Ah, hier. Völlig ignoriert beim ersten Mal. Wie weit die fliegen. Die Mucke könnte man ein bisschen wechseln, oder? War das in der Stage 1, war das eine andere, ne? Glaube ich. Glaube ich aber auch nur. Was war das? Ist irgendwas mit der Aufnahme nicht in Ordnung? Was? Das hält ja aus. Ja, schon ziemlich verzwickt hier alles. Kann ich jetzt nur? Help! Ja, wo denn? Rechts. Das waren aber noch nicht alle, ne? Aber hier war ja diese... Boah, scheiße, dieses Aufzugelement. Rechts. Was ein Stress hier. Da ist noch einer, geil. Das waren alle, ne? Cracky hat recht, dieses Gepiepse kommt erst, wenn man das, wenn man quasi alles hat. Jawohl! Ab geht's, oder? Bam, bam, bam! Watch your back. Ja, die hauen wir auch noch rein, ne? Dann kriegen wir das Passwort. Das zweite Passwort ist wahrscheinlich Answer oder sowas. Okay. Oh, we need a power out. Assembly Hall 1. Assembly Hall 2. We have to repair the fuse boxes. Oh, ich hasse diese Dinge.
Aber hier war ich auch, waren wir ja auch schon vorhin. Das war nicht so schwierig, die Stage, also so vom Movement her. Assembly Hall 2. Naja. Mal kurz gucken, wo die war. War die nicht auch hier oben irgendwo? Ah, nee. Wo war die? Das war der Alien-Korridor, den wir zugeschweißt haben, genau. Ah, hier in der Mitte, das Ding war das doch, oder? Wo ist es? Hier. Genau, Assembly Hall 2. Müssen wir ganz nach rechts, runter, runter, links. Also ganz nach rechts und einfach fallen lassen. Ja gut, diese Schmelztiegel, die sind natürlich halt, das sind diese typischen SNS-Layer. Das sind halt einfach nur feste Grafiken, die sich dann so unterschiedlich zueinander so bewegen. Ich glaube, 7 Layer hat das SNS, wenn ich mich nicht irre. Immer an diesen Terminals kommen diese Dicken. Die Dicken. So, letzte Mission von Stage 2. Ich bin auf das Passwort gespannt. Aber... So, die... Da sind doch die Dinge. Ne, die ist kaputt. Oh, schneller! Oh, verdammt! Da oben ist noch eine. Ach, verdammt. Nicht mehr erwischt. Ich hab nicht gezielt, wie viele sind's denn? Aber das wird ja dann wahrscheinlich wieder so piepsen, ne, wenn man alle hat. Ich muss ein bisschen langsam machen mit der mit dem MG. Ah! Waren da drüben auch noch welche rechts oder? Ah, da muss ich wieder von der... Aha! So kommt man hier unten rein. Aber wie komme ich da rüber? Hier war noch eine Leiter, ne? Das waren jetzt auf der rechten Seite, waren es alle, oder? Ja. Ich kann... Ja, klar. Ja, die MG ist einfach die beste Waffe. Finde ich so. Die trifft immer und kann auch so ein bisschen durch diese Deckenböden durchschießen. Ah, ich gehe jetzt mal nochmal zurück zu dem Blueprint, weil ich meine, dass ich das andere sowieso von der anderen Seite machen muss. Hangar Bay. Wir gehen einfach mal hier rein und gucken, wie die Tür auf der anderen Seite heißt. Hangar Bay, hey, surprise, surprise. Also, hier ist nochmal Trapped Prisoner ist da sogar noch. Also... Hier ist 1, 2, 3. 3 Stück und ein Prisoner noch. Hier ist ja zu. Oder? Ja. Also 3 Stück und ein Prisoner. Es geht ja eigentlich recht flott, ne? Wir müssen uns jetzt nur durch das diesen Hangar Bay 4, Number 4 nochmal durchkämpfen. Da weiß ich nicht mehr genau, wie
evil der war. Aber egal, einfach durchgerusht jetzt hier. Durchgewascht. Ich hätte ja mal kurz die Map angucken können. Ein bisschen Flammenwerfer ist auf jeden Fall immer gut. Ich glaube, da können wir einfach durchrennen, oder? Noch drüber gekommen. Ja gut, das war zum Glück jetzt nicht ganz so schwer. Jetzt haben wir noch drei diese Dinge. Help! Help! Ah, damn it, der war doch eben noch nicht da, oder? Als ich da unten lang gelaufen bin. Mit diese Aliens. Zwei. Das war knapp. Da oben ist schon die dritte. Ja, das war jetzt nicht mehr ganz so schwer, oder? Aber die letzten Missionen, die kommen einem irgendwie immer leichter vor, weil man dann wirklich diese imaginäre Karte dann schon so drauf hat. Ja, ich komm, ja. Ich hol dich noch, keine Sorge. Jetzt können wir... Stopp! Ah nee, Quatsch, wir können nicht andersrum raus, da ist ja eine Wand. Müssen wir uns wieder durchschlagen durch den Hangar noch mal kurz. Aber das war ja nicht so schwer. Jetzt spare ich auch nicht mehr mit irgendwelcher Munition. Da unten könnte man sich noch mal was holen. Hm. Egal. Einfach durch jetzt. Da kommt jetzt bestimmt auch noch so ein blauer. Nee. Ich dachte, das wäre vielleicht sogar gespiegelt. Das wäre lustig gewesen. Yeah! Und das Passwort ist Mastered. Master! Adventist! Ja, geil. Total Playtime so far 2,27. Und die ganze Mission in 1 Stunde 7. Die war kürzer jetzt als die andere, ne? Wenn man jetzt so nach Adam Riese. Auf jeden Fall super geil. Gut, die Passwörter sind ja jetzt im Stream aufgenommen. Wartet mal kurz. So. Ja, hat Bock gemacht. Und wie gesagt, alle Leute, die es verpasst haben, können dann auf Extras das nachholen und... Ja, ich freue mich auf Stage 3. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Es gibt ein paar. 5 oder 6 oder sowas. Und bei Google, ich habe mal nach dem Spiel gegoogelt. Und ja. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.